Hallo, ich grüße Sie. Im Video Integrieren und Invertieren hatte ich begründet, warum erst durch eine vollständige Integration digitaler Elemente und Szenarien in die Lehre echte Mehrwerte durch die Digitalisierung der Lehre entstehen. Und diese Integration mündet in einem Lehrformat, das die Phasen der Inhaltsvermittlung und Vertiefung neu ordnet. In einer einfachen Variante werden Lehrvideos zur selbstgesteuerten Inhaltsvermittlung bereitgestellt. Danach folgt eine Präsenzphase, die hauptsächlich der Inhaltsvertiefung dient. Dieses Flipped Classroom Format, das primär auf schulischer Ebene eingesetzt wird, wurde 2012 durch die amerikanischen Chemielehrer Jonathan Bergman und Aaron Sams auch bei uns publik gemacht. Für die Hochschulen reicht ein solch einfaches Modell allerdings nicht aus. Mit einem einfachen Video zur Vorbereitung ist es ja nicht getan. Das Hochschulmodell ist allein schon aufgrund diverser Rahmenbedingungen wesentlich komplexer. Daher basiert die Inhaltsvermittlung nicht nur auf einem Lehrvideo, sondern auf einem Arsenal von digitalen Elementen und Szenarien. Und auch im Hörsaal kommen weitere Elemente zum Einsatz. Dieses Format wurde erstmalig im Jahr 2000 als Inverted Classroom übernommen und wird von uns seit ca. 2011 so in allen Studienphasen realisiert. Allerdings gibt es ein entscheidendes Problem, dessen Lösung für Flipped und Inverted Classroom gleichermaßen essentiell ist. Wie schaffen wir es, dass die Lerner vorbereitet in die Präsenzphase kommen? Oder etwas akademischer ausgedrückt, wie garantieren wir die Durchdringung der digitalen Inhalte? Denn nur wenn die digitalen Inhalte sitzen, nur dann macht eine anschließende, kompetenzorientierte Präsenzphase Sinn. Also noch einmal, wie schaffen wir das? Gehen wir einmal in die Details und vergleichen dabei die Möglichkeiten in der schulischen Lehre mit der Lehre in der Hochschule. Die einfachste Möglichkeit, die Durchdringung der Inhalte sicherzustellen, sind Appelle und das Prinzip Hoffnung. Bei manchen Lernenden mag das reichen. Unsere fast 10-jährige Erfahrung mit digitaler Lehre sagt uns aber, bei den meisten Lernenden funktioniert das nicht. Und das trifft für Schule wie Hochschule gleichermaßen zu. Doch wie steht es mit der Verpflichtung, an der Präsenzphase teilzunehmen? In der Schule werden die Schüler ja schlicht dazu verdonnert zu erscheinen. Und wenn man dann unvorbereitet ist, hat man schlechte Karten und langweilt sich in der Präsenzphase oder man muss sich das Video noch einmal anschauen und darf erst dann wieder mitmachen. Da in der Hochschule die Präsenzpflicht weitestgehend abgeschafft ist, funktioniert dieses Prinzip nicht. Die Studierenden kommen dann gar nicht erst und sie zu verdonnern, vor allen Augen noch nachzubessern, nun das geht erst recht nicht. Auf dieser Folie der Auswertung einer Lehrveranstaltung vom Wintersemester 2016/17 mit 91 Teilnehmern sieht man sehr deutlich, dass in unserem Inverted Classroom Format bei durchschnittlich 69% Präsenzteilnahme trotz mehrerer Hindernisse, wo die Präsenz nur eingeschränkt stattfand, dass trotz dieser Hindernisse 64% der Studierenden stets vorbereitet waren. Mit welchen Mitteln wir das geschafft haben, dazu mehr später. Bei somit durchschnittlich 63 von diesen 91 anwesenden Teilnehmern heißt das, im Schnitt waren lediglich 4 Teilnehmer unvorbereitet. Das lässt sich verschmerzen. Mit anderen Worten, wer nicht vorbereitet ist, der kommt gar nicht erst in die Präsenzphase. Zurück zum Vergleich. Wie steht es mit Rückfragen als Kontrollmittel zur Vorbereitung?
Nun, in der Schule ist das bei überschaubaren Klassengrößen ein durchaus probates Mittel. Man kennt sich, insofern ist auch die Anonymität kein Problem. Also, das geht. In der Hochschule dagegen sollte man gerade bei großen Teilnehmerzahlen auf die Anonymität achten und sich eines Live-Voting-Systems bedienen. Dann können Rückfragen durchaus Aufschluss über den Vorbereitungsstand geben und die Präsenzphase sich entsprechend neu entwickeln. Denkbar wären auch Zusatzaufgaben, in denen das Vorwissen festgestellt wird. Allerdings müssen diese ja korrigiert werden, was insbesondere bei größeren Gruppen an den Hochschulen zu einem erheblichen Korrekturaufwand führt und daher eher nicht praktiziert wird. Wenn man aber stattdessen elektronische Tests nutzt, dann kann der Korrekturaufwand erheblich reduziert werden. Allerdings funktioniert das bisher hauptsächlich an Hochschulen, da nur sie über entsprechende E-Assessment-Möglichkeiten und Infrastrukturen verfügen. Übrigens, wenn man die Testergebnisse zusätzlich mit Bonussystemen verknüpft, zum Beispiel mit Highscore-Informationen oder sie gar als Prüfungs- oder Studienleistungen deklariert, dann lassen sich zumindest an Hochschulen weitere positive Effekte erzielen. Und genau diese Effekte habe ich vorhin bereits empirisch untermauert. Hohe Präsenzteilnahme, gute Vorbereitung. Als Fazit ist uns eines für die digitale Hochschullehre klar geworden. Freiwilligkeit und Appelle funktionieren, wie aus der Vergangenheit bekannt, nur bedingt. Was klappt, sind anonymisierte Rückfragen per Live-Voting in der Präsenzphase, elektronische Mastery-Tests vor der Präsenzphase und Bonussysteme. Ohne diese Komponenten muss sich allerdings auch die Hochschullehre auf einfache Flipped-Classroom-Szenarien beschränken und darauf hoffen, dass sich die Studierenden vorbereiten. Weiterführende Inverted Classroom-Formate bleiben dann aber eher Zukunftsmusik. In diesem Sinn, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.